Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, in wessen Nähe sind wir denn? Immer noch Reverend Swanson. Dann macht mal die Mission doch als erstes. Komm mir entgegen, Zuckerschnute. Ja, heißt ja Schnickchen, das Pferd. Weil es so schön geschickt ist. Wie ein schlechter Come Wortwitz, on, aber girl. passender Name. So, was will denn der olle Swanson von uns? Vorsicht, 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 Vorsicht. Alles gut bei dir? Hey, friend. Hallo? I just don't want him to see me. We're not friends anymore. We're not. Hast du deine Antipsychotika abgesetzt? They didn't forgive me. There is no forgiveness. Okay. None, friend. None. Okay. I know Was willst you du von want mir? It. I can smell it on you. Ich kann auch einiges riechen, wenn ich dich ansehe. Well, it isn't happening. No, 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 it isn't. That's why, that's why I'm out here, well away from them. See, they come for me, but I'm watching. Yeah. I never sleep. I never do. Ich glaub dir nicht so ganz. Sind wir jetzt fertig? Gehst du zu deiner Schlafmatte, um nicht zu schlafen? Schön Wache halten. Ich glaub, dem armen Menschen können wir nicht helfen. Außer irgendeinem reichen Typen den Auftrag geben oder ihn dazu zwingen, entsprechende Medikamente erforschen und produzieren zu lassen. So, apropos Medikamentensucht. Was macht eigentlich Swanson? Oh, das Reh wollte mich aber hier abkassieren. So. Gibt's keine Campkasse mehr? Wie soll ich dann meine Ehre hochretten? Ach, Swanson ist ja da. Na, du alter Haudegen. Hi, John. Reverend? You okay, Mr. Morgan? Nein. I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. Entschuldigung, Reverend. New York? We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and Was we're gonna New go York, north to New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion, and then we disappear. We need more commotion? One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. Jede Interaktion This is hat Eagle Flash. His father is a great chief. Charles and I, we pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn, how do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people, we've suffered too much, been lied to too much. Now they've taken our horses. Who?
The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. You men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Quatsch, da gibt's genügend Wildpferde. Yeah, Arthur, we must go with them. To try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. Muss mal kurz pausieren. Da ist ein ziemlich lauter Helikopter im Hintergrund. So, hat sich erledigt. But I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. We got enough folks coming after us without adding an army to the list. Thank you for this. You going to let these bastards walk all over you? No. Dutch, das ist die Army. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. Ist es so schlau? Oh, mein Pferd hat einen Drehwurm. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Okay. Wir das Pferd. What will be anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Dutch verspricht sowas nicht. Und kriegst es aus den frühen Amis halt nicht raus, indem du sie nur die Hälfte davon umbringst. You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise. Dutch, ich glaube, du hast genug Noise im Kopf. Know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues. Especially if there's one. Du willst die Indianer opfern? Der reitet vor dir. Like I said, we just need that noise and one more score. Also, you know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. Ja, und? I have a plan. You just have to trust me. Die sind bis jetzt immer schief gegangen. Jetzt darf ich wieder Kanu fahren. Ich will eine Waffe. Lancaster und Bolt Action. Geh nicht ohne deine Waffen, Arthur. So, Deadeye ist am Arsch. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. Ich würde gern noch mein Deadeye auffüllen. Das sah nicht so gut aus. Wieso paddel ich eigentlich? Ich bin so langsam. Ah, Shift. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, border. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away.
We'll be ashore before anybody even knows what happened. Garantiert nicht. Auf dem Ding sind die Pferde. Hätte man nicht einfach einen Pferdestall überfallen können? Pull up alongside. Quietly. Hätte ich meinen Bogen mitnehmen sollen. Try not to kill anyone, Arthur. Halt dich gut. Du wachst wieder auf. Oder auch nicht. Schau mal an. Er lebt noch. Und ne? I'm gonna go smoke, all right? Be back in a bit. Hat sich schon um Anker kümmern. Oh, no, not again. Man had a sniff of a good hand all night. I'll be retiring in the morning at this rate. Just deal, will ya? Ich plünder den. We can go higher than that. God damn it, no, I'm out. Mach mal die anderen fertig. Was wollt ihr denn jetzt von mir? What the hell? Chip, we got a problem here. Ah, wie machst du das? I found a body. We have attackers on board. Take it back, what's ours? You ain't nothing but worm. Leute. We can't let that last one get away. Boys, go find out about those forces down below. Arthur, deal with that anchor. Dynamit anbringen? Sollten die das nicht mitbekommen? Do you know how this anchor works? Just blow it up then. Hurry. Mein Steam-Overlay wieder an. Verschwinde, Arthur. Ist das so eine gute Idee? Vor allem mit den Pferden an Bord. Wieso nehmen wir nicht einfach das Boot und hauen ab? Wo hast du deinen Führerschein gemacht, Dutch? The boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. The boys, get him out of here! Komm schon, Pferdchen. Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. Kann aber nicht so lange schwimmen. Das ist ein schönes Pferd.
Das klappt nicht. Pferde sind immer noch verwirrt. Bin ich jetzt deren Anführer und folgen die mir? Die Antwort ist nein. Wie haben die das so schnell geschafft? Kommt schon, ihr verwirrten Tierchen. Werd hier gleich absaufen. Kann jetzt direkt eigentlich schon Kontrollpunkt neu starten. Aber nicht Fortschritt. Nicht Fortschritt. Kann ich nicht so einfach. Dann probieren wir es noch. Also die Mission finde ich ein bisschen komisch. Was? Meine Ausdauer wird knapp. Sag bloß. Na, so kriegen wir es wenigstens hin, den Kontrollpunkt neu zu starten. Ja. Lässt das Ding auch erst ablaufen. Ja, ist ja gut. Habe ich noch Dynamit? Kann ich nicht einsetzen. Pferdchen, ihr habt euch nicht gut verhalten. Jo. Sind wir auch mal ersoffen. Deswegen meint ich Wasser. So, Kontrollpunkt neu starten, na endlich. Weiß nicht, was ich mit den Pferden hätte tun sollen. Okay. Was ist mit dem Pferd passiert? Bist du tot? Der Kollege ist tot. Over here, come on. So, jetzt kann ich mich auch draufsetzen. Folgt ihr mir? Ja. Ich habe es vorhin auch versucht mit dem Draufsetzen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen war ich noch mehr irritiert. Komm schon. Halte durch. Ja, ich ja gut. So, mal wieder perfekt ausgeführt. Nur ein paar Leute umgebracht. Ja, wir haben gleich Ufer erreicht, Jungs. So it goes. One that isn't gonna fight again. Well, he is a wise man, but you know, I think that I agree with you. There's only so much treachery. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea. And it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out of Fort Wallace, and when Combe's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Your father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Ja. Sure. Oh. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others, touch his behavior. It's... I understand. Thank you, Arthur. Gern geschehen. Boah, Arthur sieht echt nicht gut aus. Goldmedaille. Ja, passiert selten genug.
So, Dead Eye ist wichtig. Eher mit dem Rum. Oh, warte hin. Ja, Arthur, kann ich verstehen. Das Zeug schmeckt nicht. Ja. Good girl. So, ganz viel Auswahl, was wir machen können. Micah ist zumindest das nächste. Yep. Easy, girl. Und noch was essen? Wahrscheinlich nicht, aber versuchen kann man's. Ah, hat geklappt. Okay, girl. Ja, freut mich jetzt. Ach je, was will denn Micah? Ah, there he is. Old Black Lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. You're gonna kann do ich yourself kann ich a einfach mischief way your head. Micah, shut it! He started it! Nein, Dutch du hast says angefangen. We is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine! Then you'll do Dutch's bidding. Which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me. You two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And Cowpoke, take it easy. You could do with a vacation, hm? Alter. Ich hoffe, ich darf Micah right, irgendwann erschießen. Need you now, girl. Nur für die Genugtuung. Morgan! Ja und? Was ist jetzt so schlimm daran? Entschuldigung, Bill, right, mach was nochmal. Ich hab's versucht. Uns hat Spaß gemacht. Marcus says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now? I'm taking orders from Dutch, same as always. The pair of them are becoming unhinged. You hear about Dutch killing Cornwall? Hey, hold up a second. Pinkerton patrol over there. Okay, I think we're clear. Let's head up. Ich hol schon mal die Waffe raus. Ich will eine Pump-Action-Flinte. So, you were saying? Well, that needed to be done. Right now? With the Pinkertons breathing down our necks? See, I'm starting to think that you've gone soft, Morgan. Ich bin weich geworden. Ich... Hold! Okay, let's hold up here. Mitten in der Stadt? So, the wagon will be coming from that way, down from Annisburg. Okay. It'll take the two of us to stop it completely, or it'll never get done. So, I was thinking, you go play dead, and I'll take care of them. No, I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead, and... I'll cover you. I got that. I got that.
Oh, that's them coming now, I think. It'll be quite sind wir ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Ein Carcona-Gewehr. Wo komme ich denn da hoch? Ach, über die verfallene, vergammelte Treppe. Es da rauszukommen. Da sind so viele Leute. Waren das schon alle? Ja. Wieso brennt da ein Feuer? Hat doch gar keinen Sinn in den Kamin. Lass aber niemanden drauf schießen. Ich glaub nicht. Dankeschön. Hey, da ist das Boot. I could use a drink after that. Yeah, no. Just never goes easy no more, does it? Wir gehen gleich wieder. Deal with them, Arthur! Okay, I'm trying. But quick! They get off one good shot and I'll blow his boat to kingdom come. I thought there was no... Was ist das denn für eine Waffe? Ach, Bolt Action. Boah, ich treff nicht mehr. Ich treff doch noch. Ah, nur in Zeitlupe. Wir werden für Fahrzeugdiebstahl gesucht. Das sehe ich selten. Oh, jetzt ist es tot oder lebendig. Wer lebendig lieber? Nein! Sollten wir immer noch Richtung Camp fahren? Die Leichen werden ja direkt dahin führen. Nicht deinen Hut. Ich will deinen Kopf. Ebenso. Ebenso. You need to take him out, Arthur. Hab ich doch schon. Ja, wir haben die bis jetzt bis hierhin geführt. Ich hab da hinten Schwein am Arsch getroffen. Entschuldigung. What do you think I'm doing? Okay. I don't see any more. All right. Ah, das werden die verfolgen können, die 200-300 Meter. I don't reckon I'm cut out to be a dynamite wagon driver. Killing a bunch of folks so we can rob some dynamite to blow up a bridge? Does this make any sense to you? It's a distraction. So it ain't meant to make sense. It should to us. It's our plan. You know, ich finde Arthur hat einen Punkt. Look, there's Mike up ahead. Great. Whoa! So, you got it? We got it. Yes, we got it. What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John, go drive this over to Bacchus Bridge. Get it hidden near there. He really does think he's in charge. You go on ahead. I need to speak with Arthur. Nein. Good work, son. What's going on? Listen, I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat.
And I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah. Whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. Doch. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Niemals. So ein schmieriger Typ. Oh, große. So, dann schauen wir gleich mal auf die Karte. Nachdem ich was gefischbart habe. Na, also. Ja. Wieder dieser böse, böse Djinn. Was haben wir denn noch? Hier die Edit Downs. Die würde ich echt gern besuchen. Und auf dem Weg machen wir, glaube ich, hier Arthur Londonberry, der uns noch Geld schuldet. Kommt gerade aber echt nicht viel Geld rein. Hey, you're okay, girl. Hab zum Glück schon alles gekauft, was ich will. Bis auf ein paar Waffen-Upgrades, besseren Sattel, ein anderes Pferd. Beziehungsweise ich habe ja schon den schwarzen Araber. Wir könnten mal eigentlich mal wieder aus dem Stall holen. Ich habe das Pferd hier irgendwie lieb gewonnen. Ei? Gar nichts? Also, nur das Übliche halt. There, girl. So. Muss man die Person, die uns Geld schuldet, nur noch aufspüren. Vielleicht ist er irgendwie hier im Plumpsklo. Wahrscheinlich nicht. Gesucht, tot oder lebendig. Vorsicht. Pferd. Wir passen da durch. Wahrscheinlich in der Mine drin oder im Haus. All right there. You got any business at the mine? I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry? Oh, you'll want to speak to the foreman. He's down in the pit. Dann geht's ab in die Grube. Dankeschön, Mister. Und die Mine ist auch sicher. Bist du der Vorarbeiter? Good evening. Evening. Vorsicht, Arthur, es tropft. Fühlt sich bestimmt richtig unangenehm an, wenn sowas in den Nacken reinläuft. Kannst du einen Tick schneller nehmen? Nicht so schnell. Und einen Tick schneller. Ah, das wird er sein da unten. Also der Vorarbeiter. Have a nice evening. Evening, mister. Ich glaube, das können wir abkürzen. Hui. Shit. War doch gut genug. Arthur Londonderry. See here? I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you? Oh, boy. You can't exactly beat it out of him now, can you? You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knocking. You ought to be ashamed of yourself. Hey, I ain't the godforsaken moneylender. Ich finde, der andere hat einen Punkt. Die Lache war schon ein bisschen. Arthur, wo bist du jetzt lang gegangen? Wieso sind wir hier? Kommen wir da wieder hoch? Nein. Also, warum sind wir hier? Wo ist das? Vielleicht ist da ein Ausgang. Ich hab doch keine Ahnung. Vielleicht finden wir hier noch ein Stück Gold. Wahrscheinlich aber eher nicht. Da ist eine Leiter. Kann man da hoch?
Das sieht doch ganz in Ordnung aus. Ich will nur raus aus dieser Mine. Bevor die Creeper mich angreifen. Ja. Ja, wenn ich draußen bin. Wenn ich jetzt auf einen scheiß Turm hochgehe und alles wieder runtergehen muss. Nee, passt. Wunderbar. Ja. Alles gut. Ja, vielleicht. Kriegst trotzdem Geld. Help a blind man. Die hat schon ganz schön viel Geld von uns bekommen. Ihre geht nach oben. Be warned, sir. Do not slumber too deeply, for the man with no nose is coming for you. Okay, I will try to bear that in mind. Der Tod? Wenn er nur ein Totenschädel ist, hat er keine Nase. Doch ist das deprimierend. Ach, Arthur. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. So, ich will jetzt nochmal hier mit Edith Downs reden. Ich hoffe, mein Pferd kommt so langsam, sonst dauert das ja ewig hier zu reisen. Wenn man nicht wie ein Verrückter sprinten will. Dachte, in der Mine mache ich es mal, bevor ich mich verlaufe. Was ist denn das für ein Zug da unten? Das ist hier eine richtige Rußmaschine. Ach komm, Pferd. Wenn ich dich rufe, meine ich das eigentlich so. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Dankeschön. Bist doch ein treuer Geselle. Girl? Eine treue Gesellin. Ah, kein Zug. Mine. Wir haben aber wieder gut aufgeräumt hier. Ich habe kein Problem. Außer mit der Wegfindung. Obwohl, hat eigentlich ganz okay gepasst. Vorsicht, Sir, nicht in der Mitte der Straße laufen. Das tut der Lunge garantiert auch nicht gut, hier zu wohnen oder zu arbeiten. Good girl. Aber ich bin froh, dass ich, obwohl ich tot oder lebendig gesucht werde, hier relativ frei rumhopsen kann. Never listen to me. It's like talking to a goddamn wall. What do you want me to do? I don't want you to work in that mine no more, okay? Would you rather I go back to thieving? I'm providing for my family. You two well, all you right? Can't provide That's for us. Quite and you an ain't argument. Got... I'm not putting on a show for the whole town. Entschuldigung. Is there a man in this town who ain't a moron? Wahrscheinlich nicht. He's just scared. Good job's hard to find. A good job? Caking your lungs for a couple of dollars a week? Scared or not, he's gonna ruin us both. Ja, da hat's einen Punkt. Kann wohl nicht mehr interagieren. Dach, da kommt noch ein bisschen was. Oh, dann steige ich wieder aufs Pferd. Mein Marker ist irgendwie weiter hinten, als ich dachte. Dachte, hier ist hier in den Kabinen mal wieder zugange. Boah, ganz okay. Umstände sprechen. Da ist sie ja. Hey, you want company, boys? Sure. Cause I want to be pissing needles tomorrow. Mrs. Down. Go away. Just go away. I'm sorry. I'm really sorry, but I... Well... Well, you're sorry. Yeah, I heard you. But... I mean... Well, I... Weiß nicht, was ich meine. This country...
is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it's anyone else. Man unleashed? Then unleash goodness. Not just hell's feeble brother, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, I guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Downs? Where you think. Down the mine. Until he gets sick. Which won't be long, given how hard they work him. See, Foreman don't like him, so he gets the worst of it. Maybe I could go with... Well, maybe you could just leave us all alone. Maybe. Maybe you could just go fight some other battle. Ich hätte aber gern geholfen. Oh, kann ich sogar noch. Och, Pferd, was machst du da hinten? Ich bin nicht begeistert, dass ich jetzt nochmal zum Vorarbeiter gehen muss. Da war mal grad. Naja, wir kennen ja zumindest den Weg. Hohes Waffenrad hat sich mal wieder unabsichtlich geöffnet. Da hat man die ganze letzte Episode nicht. Hält mir gerade so auf. Und hallo nochmal. Hey. Hey, boy, your mom's a whore, little boy. Be quiet, Mr. Duck. Why don't you shut up? Hey. Oh, all right. Oh. Who's this, your daddy? Du kennst mich von gerade. And this man, he killed him. What are you doing here? Leave the boy alone. Why'd you kill his daddy? You after his mama? Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? Or I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! You and the horse son here. Can't even. Can't even. Let me go. You're as good as dead. Nein, das seid ihr. Hit me then. Take your hands off. Ich konter lieber. Kommt. Now who's next? Let the boy go. Let him go. Come with me. Shame on you. He's just a goddamn boy. Let's get you out of here. They're gonna kill me. Now I got no job and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Let's take this. All of it. Try and talk to your mama and get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. Oh, keine bessere Medaille. Hätte wahrscheinlich härter zutreten sollen. So, haben wir denn noch Mrs. Londonderry. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Aufgefährt. Und dann schauen wir noch, ob wir unser Geld bekommen. Obwohl die 15 Dollar mir das eigentlich jetzt nicht wert wären, oder was das ist. Ich reite halt gern schnell. Wenn es dir nicht passt, stell Geschwindigkeitsschilder auf. Ja, danke, ich brauche kein Waffenrad. Ja. So. Jetzt ist die Frage, ob wir noch trauriger werden. Auch ich muss das Steam-Overlay unbedingt ausmachen. Das war gerade keine schöne Szene, aber vor allem bei Spielen, die einen besonderen Artstyle haben oder grandios aussehen, finde ich das immer schade. Was haben wir denn hier? Nichts für mich zum Looten. Sieht nicht danach aus. Hey, Mister. Ja. Okay, da ist wieder so ein rotes Ding.
gleich wieder Kopfgeldjäger. Ich bin ja in dem Gebiet gesucht. Auch interessant. Also die Zeichnung auch. Madame Moselles. Ja, das ist eine Zeichnung. Yep. Zumindest gerade kein Random Encounter dran. Also geht auch nicht, wenn ich verfolgt werde. Na, Kopfgeldjäger halt. Na gut. Müssen wir die halt kurz köpfen. Zumindest den Kopf kürzer machen. Habe ich noch die Sniper parat? Ja, ja. Das war ein ziemlich cooler. Cooles Freeze Frame. Halbes Freeze Frame. Irgendwie höre ich noch mehr Pferdegetrappel. Hier komme ich gerade nicht an mein Geld. Wir haben aber ein OH-Symbol. Obadiah hinten. Kehre nach Butcher Creek zurück und melde dich bei Obadiah. Okay. Aber ich würde sagen, wir campen hier. Wir wollen das Geld. Na, schlaf mal halt bis zum Morgen. Wird die Mission ja wieder verfügbar sein. Direkt vorm Haus ist überhaupt nicht aufdringlich. Schlafen. Mittag. Ah, ich glaube, das tut Arthur ganz gut. Es gibt keine weiteren Kopfgeldjäger. So. Einmal Lager abreißen. Ja, ich bin mir sicher. Ich hier gut mein Goal. Hey, da kommt einer zu Fuß. Wir haben wieder ED als Symbol. Was will die denn noch von uns? Die Edith. So. Kopfgeldjäger. Oh je. Oh, mit Kind. Mrs. Londonderry. Arthur's dead. Sag das doch nicht so. I'm sorry for it. Oh, so ein süßes Kind. It's just, we lent Arthur some money, you see, and... So it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies, what little there is? You want me to lie down for you? No, no. Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. Das ist schlicht. There ain't nothing left, mister. Schulden erlassen und Geld geben. Ich werd doch weich. I just wanted to say the debt canceled and to take this. So viel. You won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Das ist allerdings richtig. Nein, bin ich nicht. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. Oje, 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 oje. Leopold Strauß ist noch da.
Das ist dann auch das... Die anderen Missionen sind irgendwie weg. Nee, da ist nochmal Edi. Hier ist Leopold Strauß. Nochmal, bevor ich irgendeine Mission mache, die Ennisburg komplett abriegelt, würde ich tatsächlich nochmal gern dahin. Uiuiui, das ist eine emotionale Folge. Nochmal Kopfgeldjäger, ich glaub's ja nicht. Boah. Vielleicht. Vielleicht bin ich irgendwann außerhalb des Radius. Hoffentlich spätestens in Ennisburg, obwohl da komm ich schon. Doch, bin sie los. Ich bin sie los. So viel zu, ich bin sie los, da sind sie überall. Da ist jetzt auch noch ein Zug. Hoffentlich sind die hier beim Bahnhof. Mitternachtsbierhalle. Ich glaub's ja nicht. Jemand drin? Oh, die Lok sieht geil aus. Ich weiß nicht, wo sie ist tatsächlich. Hello, Mister. Nice to see you, ladies. Hier irgendwo. Hey, ma'am. Hello. Komm schon, kann doch nicht sein, dass ich jetzt Rodos nicht mehr finde. Hallo? Im Bad bestimmt. Alles zu. Oh, ich suche jemanden. Ah. Wenigstens jetzt gefunden. Mr. Morgan. You still here, kid? Yes. Mama. Mama can't leave. Or won't leave. I don't know. I said I had the money. She said your money weren't moral. She said it'd be better to die than to take it. Maybe she's right. I don't know. I don't know anything about morals. She's still heading out. Working, you know? I'm sorry, son. Sorry about all of this. She ain't been back for a few hours. She left with some fella down the railway tracks. I did not like the look of him. Which way you say? That way. Around the woods towards Willard's Rest. Ich sehe mir das mal an. Entweder das ist eine Falle für mich, oder der Junge hat sich echt gut gefangen, dass ich seinen Vater verprügelt habe. Ist mir nicht zu sauer. Oder sie wollen mich jetzt umbringen. Immer schön skeptisch bleiben. Wie weit ist sie denn zum Rumhuren weggegangen? An der Brücke, auf der Brücke, unter der Brücke. Der wird die arme Frau doch nicht umgebracht haben. Bitte nicht. Ja.
Pferd. Of course not. Well, dearie, been to jail, but... That's enough now, partner. You're starting to scare me, let alone the poor woman. Clear off! Who are you? Someone who don't want to hear no more of your nasty mouth. Push me. I'll put a bullet in you. I presume Archie sent you? I said clear off before I deal with you. I'll see you again, dearie. Besser nicht. Listen to me. Excuse me. You sound like my husband. I know. Listen, I'm sorry. I'm sorry for what happened. I was a fool. And I'm suffering for my foolishness. But... don't go and get yourself killed because of your pride. You have a son, Mrs. Downs. I'm just so ashamed. Ashamed? Of what? You loved him. You did everything for him. Let's get you home. Das klingt gut. Alright. Let's go. Okay, wir nehmen mein Pferd. Let's go, girl. Ich mag schon die Geschichten in Red Dead Redemption. Die Welt, die Story, das ist alles. Vor allem, das war ja noch teilweise optional. Easy, girl. Das ist alles fantastisch. Stop saying sorry. Sorry won't bring Thomas back. I know. So you're sick now too? And you think that affords you the opportunity for penance for cutting his time short? No. I ain't looking for that. Okay then. So just forget about me and the guilt you're carrying, because no good can come of that for either of us. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. Help someone who can still be helped. Why help yourself? I suppose you're right. Oh, hang yourself for all I care. You're right to dislike me. I ain't looking for that to change. Archie should be waiting for us just up ahead. Entschuldigung. Da stand ich wohl im Weg. Mama! Mama! Oh, oh, you silly boy. Oh, Archie, what do we do? Get out of here. Go. Live someplace else. Start over. Here. Take this. I don't need it no more. I don't want your money. Yeah, I know you don't want it. I don't. You sure as shit need it. Take it. No. I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. But don't forgive me. Just take the money and get out of here. Please. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But don't let yourself get killed for pride. I seen it kill too many folk. Don't say anything. Don't thank me. Just take the money. Ist Tuberkulose nicht so ansteckend, dass die beiden das jetzt auch kriegen. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here. Please. Das wäre wohl das Beste für die. Oh, ich habe hier noch ganz schön viel Geld. Das gefällt mir. Come on, girl. Da hätten wir ein bisschen weniger knausrig sein können. Okay, Leopold Strauß will was von uns. MF. Magnifico. Ah, okay. Er war von letzter Episode, glaube ich. Ich weiß nicht, die Episode ging schon ein bisschen länger. Und dann haben wir hier in Saint-Denis wieder einige. Na gut. Ich würde aber sagen, jetzt sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und
bis zum nächsten Mal.